super toll, geht die Weave-Verwendung genau dann aus, wenn ich wieder da bin. So. Aber da kommt eine Quest auf mich zugewandert. Habe ich die eben übersehen anzunehmen oder ist die jetzt neu gekommen? Weil es Tag ist. Egal. Nehmen wir direkt mal an. Was willst du denn noch von uns? Ja, komm zum Punkt. Ich will nicht jede Questgeber 30.000 Stunden durchlesen. Meistens ist es eben nur so zwei, drei Sachen, die wir machen müssen. Da suche die Aether Ader, okay. Wenn wir die zufällig sehen, nehme ich das gerne. Machen wir. Hier ist noch eine Quest. Hier, oh, hier sind einige Quests noch dazu. Also ein paar können wir jetzt auf jeden Fall machen. Die Frage ist halt, ich will jetzt nicht zu krass overleveln, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht die Dachse oder was auch eben das war, schon ziemlich fertig gemacht haben. Sollten wir schon noch ein bisschen leveln. Nein, ich will nicht mit dir reden, ich will mit dem Questgeber reden, der gerade despawned ist oder was. Nee, da ist... Hat einer eine ungefähre Ahnung, falls sich jemand noch im Spiel auskennt, wie hoch ich jetzt ungefähr gehen sollte? Okay, du hast noch eine Quest. Wanderer erfährt im Trutan-Hauptquartier im Bein des Bayonis. Wir müssen jetzt schon relativ viel im Trutan-Hauptquartier bei Bayonis machen. Ist das hier das Trutan-Hauptquartier? Ich habe den Namen davon nicht gesehen und du hast keine Quest. Warum spreche ich nochmal an? Wo ist denn die Quest? Ist sie da unten am See? Ich glaube nicht, dass ich hier runterspringen sollte, obwohl da ist Wasser, das schaffe ich. So eine grobe Ahnung davon zu haben, welches Level wir sein sollten, wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Weil ich möchte jetzt heute nicht mehr unbedingt noch 5 Stunden streamen, aber ich würde halt gerne den nächsten Boss noch irgendwie besiegen können. Besiege 2 Beckenzanger am Bein des Bayonis. Finden wir bestimmt. Ich will nicht mit dir sprechen, ich will mit dem Typen, der genau vor dir steht, sprechen. So. Sammle auf dem Bein des Bündnisses 3 Mottenkriecher. Gut. Damit haben wir jetzt ja ein paar Quests gesammelt. Mal gucken, womit wir anfangen. Ich habe nämlich schon wieder fast alles vergessen, wie die heißen. Wir können hier bestimmt noch nichts machen. Nein. Oh. Könnt ihr mal aufhören, hier dauerhaft Questgeber zu spawnen? Ich komme hier gar nicht mehr weg. Olga, was ist dein Problem? Ich verstehe dein Problem. Ich würde dir gerne helfen, dann sag mir bitte, was ich tun soll. Ja, ich möchte wirklich helfen. Sag mir bitte, was ich tun soll. Irrleuchtsaft. 5 Einheiten davon. Puh. Wenn ich herausfinde, wo es den gibt, helfe ich. Glaube ich. Denke ich mal. Versuche ich zumindest. Der Regen hat aufgehört. Weiß nicht, ob das was Positives ist. Ich denke schon. Habe jetzt auf ein bisschen mehr Ruhe auf jeden Fall. So, die schöne Gau-Ebene-Musik wieder. Also, ich sehe hier einen Gegner. Wolkenschmetterer. Ich sind Level 14. Wir müssen auf jeden Fall leveln. Ich komme da nicht so wirklich ran. Kannst du die mal runterschießen? Danke sehr. Rain, wie wär's, wenn du mal kurz die Aggro auf dich ziehst? Weil das ist kein großer Tank, der da gerade die Aggro hat. Du bist unser Tank. Mach was, Rain. Wenn du meinst, dass wir ein gutes Team sind, dann sind wir das bestimmt. Hol's runter! Ah.
So, ja, gut, das klappt. Wir werden doch bestimmt irgendwas dabei haben, was uns gefällt. Ein leichter Igler. Solange uns nicht wieder 5 von euch angreifen, ist alles gut. Gut umgeworfen, Rain. So, da vorne waren die 5 auf einem Haufen. Ich sehe sie schon. Kann ich es irgendwie vermeiden, alle auf einmal anzuziehen? Oh. Ja, erstmal Story triggern. Charlotte, do you know which way Juju went? There are quite a few ways to get there from here. But he's in a buggy. So I think he'll take Ragwell Bridge. Ragwell Bridge? It's not far. It's a really old bridge, built around the time Colony 9 was founded. Okay. Let's make that our next stop. Sounds like a plan. Sharla, you stay back. Leave any monsters up to me and Shulk. What? You think I can't pull my weight in battle? I've got field experience as a medic. If you get hurt, I can use Aether to patch you up. Nice. I'm always getting roughed up. You'll be a big help. Ja, Healer und Fernkämpfer, Damage Dealer und Tank ist eine ganz gute Kombi. Hast du gut gemacht, du bist der beste Fahrer aller Zeiten. Who put this barrier in the way? Oh, now the front suspension's all twisted up. Looks like I'll have to walk it. They're all cowards. I'll show them all. Ja, du bist ein ganz toller. Ein ganz toller bist du. Du wirst dich sicherlich von nichts treffen lassen. Nein. Okay, also ein Teil unserer Quest war auf jeden Fall da ganz hinten. Was heißt da ganz hinten? So weit ist es nicht, aber ich habe die Viecher da hinten zumindest stehen sehen, die wir besiegen sollten in einer Quest. Weiß nicht, ob die da vorne nochmal kommen, aber dann gehe ich zumindest mal die paar Meter zurück. Nichtenponio. Feldponio. Feldponio sagt mir irgendwie was. Wir versuchen das mal zu besiegen. Siehst auch wie ein eher friedliches Wesen aus. Also ist wahrscheinlich wieder nur getriggert, wenn wir dich angreifen. Die wirken dann meist allgemein immer etwas schwächer. Müssen wir Fate Ponios besiegen? Ja, müssen wir. Okay. 5 Stück. Und gleich mal den nächsten. Nein, wir haben das kleine Viech auch noch. Okay. Nehmen wir die Heilung, Rain. Möchte ich ganz so viel Aggro haben. Danke sehr. So, das war Nummer 2. So. Hat doch ganz gut geklappt. War auf jeden Fall ein guter Tipp, erstmal eine Begleiterin zu holen. Items mit zukünftigen Missionen sammeln. Für zukünftige Missionen sammeln. Wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammel-Item findest, informiert dich bisweilen eine Mission darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen könntest. Items, die in zukünftigen Missionen gebraucht werden, sollten nicht verkauft werden. Okay, steht auch dran. Das ist sehr hilfreich. Das heißt, ab jetzt wissen wir sogar, welche Items wir jetzt verkaufen dürfen und welche wir tatsächlich später nochmal brauchen sollten. Warum hat so ein System nicht jedes Spiel?
Also das Beste ist immer, wenn du ein Item findest, es verkaufst und direkt danach eine Mission kommt, hey, sammle das Item mal für mich. Und du so denkst, toll, danke. Also wir müssen noch so ein paar von diesen Ponios hier finden. Hier waren jetzt halt gerade nur zwei davon. Fünf mussten wir besiegen. Selbst wenn die dann gleich respawnen, wenn wir uns ein bisschen davon fortbewegen, sind es immer noch viele, die uns fehlen. Aber da vorne sind noch weitere. Okay, wunderbar. Erstmal verkacken. Warum auch nicht? So. Wunderbar. Das. Ja, nimm das. Und nimm das. Da fehlen nur noch zwei. Machen wir mit dem mal weiter. Ich wollte gerade schon sagen, das war doch also aber sowas von der Seite. Da müssen wir doch auch mal die Verteidigung senken. Das hält irgendwie kürzer an, als ich mir das immer wünsche. Maximal 8 Techniken können in das Kampfmenü aufgenommen werden. Wenn dein Charakter mehr als 8 Techniken gelernt hat, musst du entscheiden, welche im Kampf anwählbar sein sollen. Ich denke mal, Rain ist das. Uns fehlen hier noch ein paar. Du bist nicht ein Ponio, dich brauche ich nicht. Da vorne ist noch ein Feldponio. Da auch. Dann nehmen wir mal das zuerst. Die Heilung brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir sie schon mal haben. Gut, Mission abgeschlossen. Level 16 sollte ein guter Weg sein. Was müssen wir noch so alles besiegen? Ich nutze immer das falsche Menü. Was müssen wir denn noch so alles machen? Ponios hatten wir jetzt. Kekse habe ich immer noch nicht gefunden. Gesprengte Rasen. Mit Kolonie 9 brauchen wir erstmal gar nicht mehr anschauen. Da sind wir jetzt so weit von weg. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr hin. Tefra-Höhen sind wir auch relativ weit weg da. Erbeute von den Irrleuchten auf den Beinen des Bayonis 5 Einheiten Irrleuchtsaft. Besorge die Kleidung und tu dann auf Quartier auf den Beinen des Bayonis. Finde die Diebe und hole die Kleidung zurück. Okay. Erstmal die Monstermissionen sind, glaube ich, sinnvoller. Zwei Beinardons. So Beinardons merken. Schöpferhasitz. Beinwolfen. Also alles, was mit Bein anfängt, hört sich ganz gut an. Beckenzange. Mechon. Okay, Mechon haben wir noch keine gefunden. Die würden mir auffallen. Tapfere Trutans. Und halt Materialien. Dann suche ich mal nach Dingen, die mit Beinen anfangen. Ich meine, ich habe eine von denen auch schon mal gesehen. Hey, noch ein Item für zukünftige Missionen. Sehr schön. 4 Stück davon brauchen wir wohl scheinbar. Von den Schafbären. Oh. Ja, den schaffen wir jetzt, ne? Kein Ding. Level 81. Easy. Feines Schmetter. Schwarzer Flami. Sagt mir jetzt auch nichts, weil ich es habe gerade nochmal durchgelesen. Hi, Demon. Ein Bahnadon. Sehr schön. Dich suchen wir. Oh oh.
Einfach. Ich hätte dich jetzt von der Optik her defensiv stärker eingeschätzt. Wir müssen doch nur zwei davon besiegen. Wird dann wohl nicht so viele Erfahrungspunkte bringen, wie ich das mir gewünscht hatte. Beinarmer. Wir müssten zwei Sachen mit Beinen besiegen. Was für das zweite? Auch bei dir hätte ich optisch mehr Verteidigung eingeschätzt. Aber nein, dich müssen wir nicht besiegen. Okay. Also wir müssen noch so eins von den größeren Viechern finden. Speertoter nicht, aber das da vorne brauche ich. Denn das... Das. Ja, easy. Nehme ich mal mit. Jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen, wie die anderen hießen. Mein Langzeitgedächtnis oder Kurzzeitgedächtnis ist das Beste, was es gibt. Also, wir brauchen noch Schöpferhaset und Beinwolfen. Wolfen, Haset, Zanger, Mekon, die ich noch nicht gesehen habe, und Rutans. Gibt nicht mehr so viele Quests, die ich jetzt mal einfach so machen konnte. Was ist halt ein Trutan? Was ist ein Speertrutan? Ich habe jetzt nur Trutan gemerkt. Lass uns mal den Trutan besiegen und gucken, ob es der Speertrutan war. Es ist so toll, wie ich mir gerade eine Mission durchlese und zwei Minuten später nicht mehr weiß, wie der Typ hieß, den ich in der Mission besiegen soll. Nein, scheinbar warst du nicht der Trutan, den ich besiegen soll. Oh, aber wir sollen Trutan-Kämme sammeln. Und die haben die. Und daher ist es doch nicht schlecht, sie mitzunehmen. Aber dafür muss ich erstmal noch einen finden. Der war ziemlich alleine hier. Joa. Was ist das da vorne? Das sieht irgendwie interessant aus. Platz an Jabus Felsen. Eventuell mein Schneereisepunkt hier freigeschaltet. Ah. Perfekt. Wenn du auch noch so einen Trutan-Kamm fallen lässt, dann mag ich dich sehr, sehr gerne. Also Cedric, ja, ich glaube, den Namen an sich kannst du nur ändern, wenn du irgendwie verifizierter Streamer bist. Du kannst, glaube ich, so eine Groß- und Kleinschreibung ändern, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Kann auch sein, dass man es mittlerweile ändern kann. Also vor Ewigkeiten, als ich mal nachgeguckt habe, konnte man es zumindest nicht ändern. Vielleicht geht das mittlerweile, keine Ahnung. Sorry Cedric, ich habe halt Ewigkeiten nicht mehr gestreamt, deswegen wusste ich nicht mehr, wie dein Twitch-Name war. Also ich habe schon in letzter Zeit gestreamt, aber halt Ewigkeiten nicht mehr quasi so einfach mal ein Spiel. Und ich habe in letzter Zeit ja immer nur Smash-Turniere gestreamt. Bist du... Das ist ein Beinwolf! Ja, wir sollten hier Beinwolf... Ja gut, wir sollen Beinwolfen besiegen, also die Mehrzahl von Beinwolf passt schon. Wie viele waren das? Drei? Ja, drei. Da hier schon direkt der zweite ist. Auch eine Mission, die wir jetzt abschließen können. Gut. Ist der dritte hoffentlich auch hier in der Nähe. Oder auch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht sind es aber auch Viecher, die nur nachts auftauchen, weil da ist schon der nächste. Perfekt. Der hinten braucht jetzt gar nicht mehr ankommen. Wäre jetzt nicht schlimm, wenn das tut. Aber brauchen wir gar nicht. Gut. Nehme ich.
Ich würde jetzt tatsächlich sagen, Level 17 könnte schwierig werden, aber wenn wir Level 17 erreicht haben, dann versuche ich mich dem Boss zu nähern. Oh ja, die scheinen, glaube ich, wirklich nur nachts aufzutauchen, weil da sind jetzt verdammt viele aufgetaucht plötzlich. Wir sollten Irrleuchts besiegen. Aber waren das leichte Irrleuchts oder waren das andere Irrleuchts, die wir brauchten? Ich glaube, wir brauchten Irrleuchtsaft oder sowas. Ein dünnes Käferbein hilft uns auf jeden Fall nicht. Hm. Ist halt schon unpraktisch, wenn man nicht so genau wüsste oder nicht so genau weiß, wo man denn jetzt hier die ganzen Viecher überhaupt findet. Die könnten halt überall hier verstreut sein. Ach so, über dein Handy hattest du das. Spontanmission. Wolfen lauern einem badenden Mädchen auf. Rette es, bevor es angegriffen wird. Am Wasserfall der Gauebene. Okay. Dann mal schnell oder so. Ich bin am Wasserfall der Gauebene. Ich muss nur die vier Wölfe finden. Sind die da? Da sind sie, okay. Oh, reißender Wolf. Wir sind nur Level 12. Das sollte ja machbar sein. Aber wieso heißt du am Handy anders als am PC? Hast du zwei verschiedene Accounts? Loggst du dich bei beiden nicht mit demselben Account ein? Quatsch nicht die ganze Zeit mit mir mitten im Kampf. Wir haben zu tun, Leute. Ja, lass uns mal auf den fokussieren. Dann kann der Tank nämlich auch tanken. Oder auch nicht. Wenn er keine Lust hat zu tanken, dann tankt er halt nicht. Bleibst du da an? Okay. Oh, oh. Nimm das. Andere E-Mail-Adresse, ja, aber ist doch trotzdem eigentlich egal, oder? Ich meine, oder kennst du deine andere E-Mail-Adresse nicht mehr? Weil ich meine, du kannst ja, wenn du bei der Twitch-App und sonst irgendwas drin bist, kannst du ja selber einstellen, mit welchem Account du dich jetzt einloggen willst. Ist ja egal, was das... Ich meine, solange man die E-Mail-Adresse und das Passwort kennt. Ja, ich habe dich gerettet. Gern geschehen. Kriege ich eine Belohnung. Am besten sehr viele Erfahrungspunkte. Wäre toll. Also, seit wann ich streame? Lange? 6 Stunden, glaube ich schon. Also, ich glaube, wir sind fast 6 Stunden drin im Game. Ja, ich habe 17 Uhr angefangen. Ich habe zwischendurch mal eine 10 Minuten und eine 5 Minuten Pause gemacht. Okay, da haben wir noch andere Wölfen. Aber das hilft uns bei unseren Missionen nicht. Aber wir sind jetzt fast Level 17. Also die Mission eben hat schon ordentlich was gebracht. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht mehr. Da ist er wieder. Ich habe gerade versucht, ob ich das for fun mal draufhaue und gucke, dass, wie er mich one-hittet, aber das bringt jetzt, glaube ich, nicht wirklich weiter. Puh, versuchen wir es mit dem Irrleucht mal. Gucken, ob der mehr davon hat. Also ob der dieses komische Saftzeug hat, was wir brauchen. Hallo, könntest, steht direkt vor dir, du kannst ihn noch angreifen, danke. Ja, Irrleuchtsaft, sehr gut.
Also es sind die Viecher, die wir brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass die auch nur nachts auftauchen, weil sie sind halt, naja, so Leuchtkäfer, Licht... Leuchtkäfer. Leuchtkäfer ist richtig, oder? Bin gerade verwirrt. Aber ich denke, Leuchtkäfer sollte richtig sein. Ja, ich schaffe den Level 69er Gebietsboss bestimmt. Also, kein Ding. Nachdem uns vorhin die Dachse da geradet haben. So 5 Level, weiß ich nicht, 12er Dachse gestorben, keine Chance gehabt. Da schaffen wir bestimmt den Level 69er Gebietsboss ohne Probleme. Wir waren doch Level 69er, da ist auch egal. Auf jeden Fall so hoch. Ich guck nochmal, was wir machen können. Also eine Mission reicht ja jetzt ja schon fast. Und dann traue ich mich mit Level 19 mal an die Story ran. Level 19, sag ich schon, Level 17. Seeflamis. Wir fahren jetzt hier gerade in der Nähe von einem See, aber da habe ich keine Seeflamis gesehen. Moment, wir sollen Babyarmer besiegen? Achso, Kolonie 9. Ich bin doof. Wir brauchen nicht in der Nähe von Kolonie 9 gucken. Erbeute von den Irrleuchten auf den Beinen des Bionis. Okay, das machen wir jetzt ja gerade schon mehr oder weniger. Kleidung im Trutonhauptquartier bei Bionis. Untersuche die Aether-Ader. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. 81 kann auch sein. Schöpferhasitz. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Beckenzange habe ich auch noch nicht gesehen. Mekons habe ich allgemein noch nicht gesehen. Die kommen bestimmt noch. Tapfere Tutans. Wir haben Tutans gesehen, aber keine tapferen. Weißweit Edward. Das ist wieder so ein spezieller, den werden wir nicht besiegen können. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nur bei Gewitter? Hatten wir schon mal Gewitter? Es hat vorhin einmal geregnet, aber das war, glaube ich, nicht Gewitter. Brutalen Andant. Das sind so Spezialgegner, die brauche ich gar nicht gucken. Materialmissionen, da sind wir gerade dabei. Trutankämme und wir brauchen aber auch noch Trutanfedern. Also da müssen wir noch einige Truthähne besiegen. Fleders brauchen wir auch. In der Tefra-Höhle bin ich jetzt nicht gewesen, leider. Da gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Das ist ein bisschen sehr weit zurück. Und einen Mottenkriecher haben wir auch noch keinen gefunden. Außerdem haben wir die Suchmission der Vogelkette in der Nähe der Raguel-Brücke. Zur Brücke müssen wir ja von der Story. Also ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Story. Schauen, ob wir noch den Trutan finden. Vielleicht finden wir da dann auch das Sammelobjekt. Das sollte dann ja eins von beidem schon für Level 17 reichen. Wie ich es finde, ob das bei Kingdom Hearts DLCs rauskommt, naja, das haben sie ja schon relativ früh vorm Release angekündigt. Viele Leute haben gesagt, dass das dumm wäre, das vor dem Release anzukündigen. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Da ist er wieder. Ich kann nochmal nachgucken, welches Level der ist. Hey Junge. Ja, 81. Okay. Aber so spezielle Gegner sind ja immer noch höher gelevelt, als deren Level sagt. Also sie sagen zwar Level 81, aber trotzdem selbst dann wird man sie auf Level 81 vermutlich nicht direkt besiegen können. Was wollte ich sagen? Genau. Da haben sie schon relativ früh angekündigt. Fand ich auch gut so, weil damit wussten die Leute halt gleich Bescheid. Alles klar, es kommt noch das und das. Und ja, also ich meine eine... Wie hießen die Editionen? Asoro. Eine feine Mix-Version gab es ja von jedem Kingdom Hearts bis jetzt. Also ausnahmslos. Glaube ich zumindest. In Japan ist es meistens immer erschienen, weil es sich für den Westen nicht gelohnt hat. Aber die gesagt haben, die Leute kaufen das Spiel halt nicht zweimal. In Japan war es halt dann schon üblicher, dass sie es dann noch ein zweites Mal kaufen. Und ja, in der heutigen Zeit, in der Zeit, wo man per DLC Inhalte nachreichen kann, warum dann nicht? Also, statt eine Final Mix-Version rauszubringen, wie in den vorherigen Teilen, und man sich das Spiel einfach nochmal komplett kaufen muss, warum sollte man dann nicht einfach einen DLC rausbringen, der dann halt die Inhalte hat, die sonst die Final Mix hatten? Bergschrot, okay. Ich habe das Gefühl, als wenn wir unten noch nicht langlaufen sollten. Also, wie gesagt, ich bin damit sehr... Ich meine... Es ist halt, wie gesagt, das feine Mix, was es schon immer gab. Nur eben, dass man nicht das ganze Spiel nochmal kaufen muss, sondern den feine Mix quasi als DLC sich danach holen kann.
sind Wölfe. Die helfen uns momentan nicht. Ja, die würden uns auch die Erfahrungspunkte bringen, die wir brauchen. Aber wir begeben uns lieber Richtung Brücke. Und ich gucke nebenbei noch, ob wir irgendwo Truthahn-Viecher finden. Aber hier sind nur sehr, sehr viele Wölfe. Vielleicht haben wir wenigstens Itemglück? Nein. Nochmal nein. Ja gut, dass jetzt Tag ist, sieht man jetzt nicht so klar, weil es regnet immer noch in Strömen. Aber dafür haben wir wieder Gau-Musik. Ah, da sind die Speer. Sehr schön. Dann können wir die aber noch machen. Und ab jetzt sehen wir auch wieder Max. Also ab jetzt wird Shulks Monado-Arts wieder wichtig. Denn die anderen können dem Viech keinen Schaden machen, es sei denn, es wird auf den Boden geworfen. Dann können wir alle Schaden machen. Wunderbar. Da ist der nächste Speer. Oh, oh. Gegen drei von denen muss ich jetzt nicht direkt kämpfen. Und dann lieber so. Wie ist denn der Kleine da eigentlich durchgekommen durch so viele Mechs? Als ob der Buggy da einfach durchfährt. Ich meine, das ist ein Drecksbuggy. Der wegen jeder Kleinigkeit kaputt geht. Ich glaube, das brauchen wir jetzt. Okay, der ist weg. Okay, der nächste bitte. Sollte gleich mal gucken, ob ich wieder was leveln kann an Fähigkeiten. Ob ich weitergemacht habe, als mit der Story fertig war? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe nur so viel gemacht, wie ich auch tatsächlich auf YouTube gezeigt habe. Das Post-Gameplay ist halt nicht wirklich vorhanden. Es gibt ja diese Kampfmissionen, womit man dann einen gesichtslosen, würde ich ihn schon fast nennen, also wirklich charakterlosen, Herzlosen noch zusätzlich besiegen kann, und ansonsten existiert das Postgame halt nicht wirklich groß. Ich hatte halt noch nie so den Riesenspaß an den Gummimissionen. Von daher war ich da auch nicht so motiviert, die jetzt alle noch durchzupowern. Deswegen habe ich das sein lassen. War mir die Zeit halt einfach nicht wert. Also wenn ich Zeit gehabt hätte, unendlich viel Zeit und kein anderes Spiel, was ich gerade sonst gespielt hätte, dann würde ich sagen, okay, ja, kein Ding. Auf jeden Fall, da hat mir das Spiel Spaß genug gemacht, um das noch zu tun. Aber dadurch, dass ich eben auch andere Spiele hatte, die ich stattdessen hätte spielen können, waren die mir irgendwie angenehmer. Viele von den Speeren brauchen wir jetzt eigentlich noch. Haben wir die schon? Ich immer die falsche Taste drücke, ey. Tagebuch, Missionen. Wieder runter. Kann ich hier eigentlich... Ah, da kann ich nach Bein des Bayonis sortieren. Das ist sinnvoller. Die waren hier, ne? 5 Mekons. Oh ne, das waren die falschen Mekons, die ich gerade besiegt habe. Verdammt. Wow, und ich habe mich die ganze Zeit gefreut, dass ich die Speer gefunden habe. Dabei mussten wir die Speer gar nicht besiegen. Wir
Fandest du es schade, dass man Ultima erst nach dem Ende freischalten konnte? Naja, war ja bei fast jedem Kingdom Hearts so. Also ich meine, sonst konnte man, oh Gott, das sind viel zu viele. Sonst konnte man das Viech Ultima halt nur kurz vorm Final Boss Kampf aufmachen. Man musste trotzdem immer bis ganz zum Ende durchspielen. Ja, kann ich dir aufhelfen? Danke. Ah! Wähl die richtige Attacke aus! Muss mal ein bisschen aggro loswerden. Danke! Die Heilung ist notwendig. Gut, dass wir einen Healer dabei haben. Also wie gesagt, das mit Ultima, das war jetzt nicht mein größter Bild. Ich meine, es ist halt einfach das stärkste Schlüsselschwert im Spiel, in jedem Kingdom Hearts. Von daher sollte es auch das letzte sein, was man erstellen kann. Und wenn man das eben so macht, dass man ein Schlüsselschwert erst nach dem Spiel herstellen kann, dann sollte es natürlich auch das schwerste vom Spiel sein. Ansonsten wäre es unlogisch. Mit den Sheila macht 197 Schaden. Okay, gut, es ist jetzt so ein Weltuntergang, dass das kommt. Ich meine, wir haben jetzt zu Boden geworfen. Ich bin auch zu Boden geworfen worden, danke. Damit ist das Viech weg. Ja, in den anderen Gegnern gab es halt einen Gegner wie Sephiroth, das stimmt, wo es sich halt gelohnt hat, diesen, das Ding zu besitzen. Das ist halt definitiv so, aber wie gesagt, ist dann halt eher ein Kritikpunkt an dem Post-Game und nicht an der Tatsache, dass man das Schwert zu spielen bekommt, weil, naja, wie gesagt, das stärkste Schlüsselschwert des Spiels sollte man natürlich auch als allerletztes bekommen. Und wenn es halt als allerletztes keinen Boss mehr gibt, der so stark ist, dass man ein allerstärkstes Schlüsselschwert braucht, ist das eben nicht gut designt, aber man geht ja ganz stark davon aus, war ja bislang immer so, dass man mit dem Final Mix eben einige Bosskämpfe noch nachgereicht bekommt und dafür wird sich dann höchstwahrscheinlich lohnen. Und im Gegensatz zu den sonstigen Kingdom Hearts Teilen muss man dann ja kein komplett, wie ich eben schon sagte, kein komplett neues Spiel kaufen, sondern kann einfach das verwenden, was man jetzt schon gespielt hat und auch den Spielstand höchstwahrscheinlich verwenden und dann lohnt es sich vielleicht doch dafür, Ultima hergestellt zu haben. Also ich gehe eher davon aus, dass es deswegen war, so. Wenn du jetzt schon Ultima herstellst, dann kannst du dadurch eben, ja, in den DLCs direkt mit dem stärksten Schlüsselschwert abgehen. So, auf der Map sehen wir schon den Ort, wo unser Questgegenstand liegt. Und er scheint hier oben rüber zu sein. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Sieht so aus, als hätten wir hier irgendwo abbiegen müssen oder so. Oh, da ganz hinten willst du mich fahren. Okay, das mache ich jetzt aber mal kurz. Einfach weil wir halt ein bisschen Erfahrungspunkte brauchen. Geht sie echt auch nicht hoch? Ich jetzt den ganzen Weg bis hier umsonst gelaufen, weil sie nicht hochgeht. Ach komm, leck mich! Müssen wir da irgendwie durch die Höhle? Ja, dann lassen wir es mit dem Questgegenstand im ersten Mal. Meine Fresse. Waren auch nicht genug von den Roboterviechern da, jetzt, dass wir die Mission abschließen konnten. Also irgendwie läuft es gerade nicht so. Ich habe halt Angst, dass Stufe 14 nicht reicht.
Ja, was ist denn jetzt schon wieder, Kerl? Während des Laufens kann ich immer ganz gut was machen. Nicht runterfallen im Idealfall. Okay. Was haben wir da? Ein Todesarmreif. Immer praktisch, den Todesarmreif zu finden. Das motiviert gleich. Hey, Shola, look. It's Juju's buggy. Juju, what is it? It's Juju. Shulk, is he okay? Tell me. There's a Mekon. It's taken Juju. When? I'm not sure, but I don't think we've got much time. You said you saw a deep valley, didn't you? Yes. Oh, there's a place like that just up ahead, and it's even on the way to Colony 6. That must be the route Juju's taking. You sure? No other deep valleys round here? Not as far as I know. Well, Shulk, let's move. That has to be where Juju is. Du hoffst es, weil es deiner Meinung nach nur einen Zwischenboss gab, der oder Nebenboss gab, der stärker war als der Nord. Gab es das denn in den Vorgängern mehr? Also in den nicht feinen Mix-Varianten? Gab es in Kingdom Hearts einen Zwischenboss, der stärker war, außer Sephiroth und in Kingdom Hearts 2? Also als Ansem und Xemnas? Weiß es gerade gar nicht mehr. Ja gut, da gab es halt zumindest die Herkules-Turniere und so weiter und so fort. Also ich habe halt allgemein, das habe ich ja auch im Let's Play gesagt, ich habe allgemein das Gefühl, dass Kingdom Hearts 3 ein super geiles Spiel ist, was einfach dem einfach komplett der Content fehlt. Oh mein Gott, was ist denn hier falsch? Okay, da sollte ich definitiv nicht hin. Es hat einfach ein super gutes Spiel, dem einfach komplett der Inhalt, also nicht komplett der Inhalt fehlt, aber im Vergleich zu den sämtlichen Vorgängern der Inhalt fehlt. Es hat halt so viel weniger Inhalt als die Vorgänger. Weniger Bosse, weniger verschiedene Gegnerarten, weniger Welten und so weiter. This is the place you were on about. This is it, all right. At the end of the road there's a path to Colony 6. But there's no sign of Juju. If my vision was right, he should be around here somewhere. I'm sure he would have gone along this road. I just hope nothing's happened to him yet. Any chance he went up that way? It's not safe around here. I doubt Juju would go off the beaten track if he could avoid it. Got it. We'll search along the road. Gut, dann suchen wir entlang der Straße. Auch wenn das da hinten schon sehr nach unserer Vision aussieht. Sieht nicht so aus, als würden wir noch eine Mission rechtzeitig abschließen und damit leveln. Schade ist. Obwohl, hier kommen nochmal Max. Nochmal Mekons. Und das. Und das. Und das. Und nochmal die Verteidigung senken. Und dann weg mit dem. So. Alle auf den konzentrieren. Ich brauche zwar eigentlich keine wirkliche Heilung, aber mache ich trotzdem mal schnell.
Und weg mit dir! Wir müssen noch zwei davon finden. Das könnte echt eng werden. Wunderbar. Du hast sogar eine seltene Schatztruhe hinterlassen. Ich glaube, die Schatztruhe hat immer... Also, je besser die Schatztruhe aussieht, umso besser ist das beste Item da drin. Oh, ich brauche noch einen von euch. Kommt schon, das schaffen wir doch. Ja, da hinten ist noch einer. Perfekt. Ja. Natürlich kommt der Autoangriff schneller. Werft ihn mal um, Leute. Sehr gut. Können wir alle Schaden machen. Werf ihn um! Werf ihn doch um! Werf ihn halt nicht um, mir doch egal. Ich kann das auch ohne euch machen. Oh. Du solltest. Wir sollten ihn umwerfen, nicht er uns. Geht doch. Ja, too easy, fast gestorben, aber too easy. Okay, wir haben noch einen weiteren Mottenkriecher gesammelt, das ist auch sinnvoll. Ich warte mal einen kurzen Moment ab, dass wir uns heilen. Guck mal kurz, ob das ein Mottenkriecher ist. Leider nicht. Kann ich dann einzelnen rausziehen vielleicht? Gegner aus der Entfernung anlocken. Nee, kann ich nicht. Schade. Dann halt doch so. Lass uns mal auf den Fuck. Oh mein Gott. Kommen jetzt echt alle von da hinten an gerade? Ja, dann auf Wiedersehen, ne? Das wird nichts werden. Also ich habe eben Angst gehabt, dass wir zwei davon nicht schaffen, ne? Wie zum Teufel haben sie sich das denn gedacht? Wie soll man das denn machen, bitte? Laufen! Kommt ihr? 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 Bitte! Bitte! Bleib stehen! Bist du wo stehen bleiben? Ich hätte den Einzelnen hier gerne noch genommen. Okay, jetzt eh despawned. So, wir brauchen eine andere Taktik. Ey, Kacke. Oh, das ist der Speer, ne? Fackel. Fackel vor allem. Das liegt am Speer. Der läuft noch da hinten und lockt alle an. Ich hatte schon wieder so gut wie nichts sehe hier, ne? Hilfe! Ja gut, keine Chance. Keine Chance. Ja, jetzt gib mir keine Vision. Ich weiß, dass der uns mit dem nächsten Hit töten kann. Ich wollte, deswegen bin ich gerade dabei, wegzulaufen.
keine Ahnung, wie wir das machen sollen, um ehrlich zu sein. Ich habe absolut keinen Plan, wie wir das machen sollen. Da wollte ich eigentlich nur bis zum nächsten Boss kommen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals bis zum nächsten Boss komme. Also ich könnte dann versuchen, einfach durch alle hier durchzulaufen, aber ich hätte halt eigentlich gerne Level 18 noch erreicht. Das geht halt nur, wenn wir die zwei von denen da hinten noch besiegen, oder ich glaube, es ist ja eh nur noch einer, den wir brauchen. Schon. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich meine, es ist nur ein Einzelner. Wenn ich den noch nicht mehr besiege, dann brauche ich mich da hinten gar nicht hinbewagen. Geht doch. Die Wii-Version ist das hier. Die 3DS-Version sähe, glaube ich, auf einem größeren Bildschirm gezogen etwas schlechter aus. Wir müssen den Speer besiegen, bevor er Hilfe ruft. Aber das klappt nicht. Er läuft schneller als wir. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Guck dir das an. Jetzt haben wir 9 oder sogar noch mehr. Da hinten sind 5, 6, 7, 8. Ich glaube, es sind insgesamt 12 Gegner, die wir jetzt gleichzeitig besiegen müssen. Ich weiß nicht, wie man den Speer besiegen soll, ohne dass er Hilfe ruft. Also wir müssen jetzt so weit laufen, dass die Hälfte von denen umdreht. So, jetzt können wir hier schon mal immerhin einer, ja? Oh, guck mal, der Speer. Lass uns mal auf den hier konzentrieren. So werden wir den Spiel auf jeden Fall los. Es war bestimmt nicht so geplant, dass man den so erledigt. Aber es klappt. Also warum nicht? Du hoffst bald auf Teil 3? Naja, gut. Teil 2 ist halt vor 2 Jahren rausgekommen. Und das sind halt RPG-Spiele, also die sind halt riesiger Umfang. Das heißt, Teil 3 werde ich für die Switch nicht mehr erwarten. Also ich glaube, dass Teil 3 auf der Switch nicht mehr kommt. Ich meine, wir haben letztes Jahr im Sommer, also vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, haben wir erst ein großes Story-DLC für Xenoblade Chronicles 2 bekommen. Von daher, das wird noch, bin ich mir relativ sicher, sehr, sehr lange Zeit dauern, bis wir Teil 3 bekommen. Okay, die Mission ist geschafft. Sehr gut. Das heißt, wenn wir die jetzt hier noch alle erledigen, sollten wir Level 18 sein und damit hoffentlich den nächsten Boss schaffen können. So. Lass uns erstmal auf den konzentrieren. Damit der tankt auch tankt und die Fernkämpferin auch Schaden macht. Und jetzt der noch. Ja,
Geh drauf, Mekon! Hallo, könntest du bitte... Danke. Puh. Gut. Ja, das mit Level 18 auf jeden Fall. Ich glaube, ein Gegner reicht schon für Level 18. Kriegen wir die jetzt einzeln angelockt da vorne? Oh, wir haben sogar noch eine andere Sammelmission geschafft. Auch schön. Die Mottenkrieche haben wir gesammelt, so. Und ich wollte gern gegen die beiden hier alleine kämpfen. Und nicht nur die Aufmerksamkeit von den anderen beiden Netten anlocken. Sehr gut. Looks like we don't need my medical skills. Und der hat gerade ordentlich Schaden gefressen und wir auch. Ich habe das Gefühl, dass wir die doch brauchen, Charla. Okay, hau ihn weg. Puh. Okay, Schraubenbrecher auf Rain. Auf Rain meine ich. Habe ich jetzt nicht gerade super gut drüber reagiert, aber... Jo, alles klar. Ciao, Cedric. Ich habe, wie gesagt, mache ich auch nicht mehr so lange. Ich versuche den nächsten Boss noch irgendwie zu klatschen. Wenn ich das hinkriege. Dann sollten wir im nächsten Stream, wenn der annäherungsweise so gut vorangeht wie heute, sollten wir schon an der Stelle ankommen, an der ich vor 4 Jahren aufgehört habe. Und ab dann wird's komplett blind. Mal sehen, wie das dann wird.